Guten Abend, herzlich willkommen bei Bigl TV einfach anders. Ja, die Leute, die mich länger verfolgen, wissen das mittlerweile, dass ich bei mir immer oft oder immer öfters was Spontanes passiert. Ich habe heute kurz mit Sushri Bhakti telefoniert und dann kam uns wirklich eine wichtige Idee, einen wichtigen Aufruf zu machen. Und dann haben wir uns spontan entschlossen, live noch zu kommen. Und ja, so spontan wie wir sind und Sushri Bhakti auch so spontan ist, haben wir gesagt, machen wir das. Und ja, freue mich natürlich sehr. Und hallo Sushri! Hallo, Roger. Immer wieder treffen wir uns wieder. Wir hoffen, dass wir das eines Tages aus einem anderen Grund uns treffen werden, aber momentan habe ich noch etwas Wichtiges zu besprechen. Es geht um einen wichtigen Aufruf, den du mich aufmerksam gemacht hast, dass wir unbedingt weltweit am besten verteilen sollen. Magst du da ganz kurz was dazu sagen? Wir werden nachher die Seite einblenden. Ja, Roger, gerne. Lieber redliche Mitstreiter. Wenn die Angelegenheit mir nicht so wichtig erschiene, würden wir jetzt nicht miteinander sprechen. Es geht nämlich um etwas, was für mich ein Wunder ist. Und zwar vor 6 Tagen erschien eine Erklärung, unterzeichnet von einigen der wichtigsten, angesehensten Wissenschaftlern und Ärzten der Welt. Professoren aus Stanford Universität, Harvard und Oxford, darunter auch ein Nobelpreisträger, haben eine Erklärung zu dieser Covid-Krise verfasst, die mir einfach die Sprache verschlug. Denn, und ich war nicht eingebunden in diese Angelegenheit, sie und eine ganze Reihe von anderen Professoren aus hauptsächlich, ich muss leider sagen, Amerika und England, sonst nicht. Nicht aus der Schweiz, nicht aus Deutschland, nicht von Festland Europa, und das ist beschämend, haben in Kürze gesagt, dass sämtliche Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser Pandemie Covid-19 verhängt wurden, unverhältnismäßig sind und sofort aufzuheben sind, zum Wohl der Menschheit. Und sie haben aufgerufen, dass alle, die mit diesem Aufruf einverstanden sind, den Aufruf Declaration, Erklärung, unterschreiben. Ich habe es natürlich sofort getan. Diese Erklärung können Sie im Internet sehen. Da ist sie. Genau. Ja, Roger, willst du das erläutern? Genau, das ist, da kann man die verschiedenen Sprachen, wie ihr seht, das ist natürlich sehr wichtig. Ihr könnt das auf die ganze Welt weiterleiten. Ich werde natürlich den Link posten in die Beschreibung. Ich gebe das jetzt auch schnell in den Chat. Und ihr habt da ganz klar die Möglichkeit, das zu lesen, auch auf Deutsch. Und dann wird das erklärt. Und dann könnt ihr da oben diese Deklaration unterschreiben, da draufklicken und dann habt ihr die Möglichkeit, das zu unterschreiben. Und ihr seht da, es hat schon sehr viele. Ihr seht da Medical Public 6.895 und dann haben wir 14.000 und General Public Ärzte, 14.000 200. Ärzte. Ja. Und das steigt minütlich. Ich kann nur dazu aufrufen. Ich meine, diese Geschichte läuft seit 6 Tagen und Sie haben schon 1/4 Million. Roger sagte, wenn wir einsteigen und unsere Mitstreiter, so möchte ich sie alle nennen, unsere redlichen Mitstreiter unterschreiben, dann können wir diese Zahl binnen Tagen verdoppeln. Wir auf Festland Europa, in Deutschland und der Schweiz. Denn mit dieser Erklärung wird das Team und zu diesem Team, ich gehöre nicht zu den Gründern, versteht ihr, ja? Das ist völlig unverhofft gekommen. Aber diese Experten sagen das, was meine Frau und ich versucht haben, seit, na, 5 Monaten.
zu sagen, auf unsere Art und Weise etwas unbeholfen. Wir haben einfach ein Gefühl der Dankbarkeit, dass dieses passiert ist. Ja. Und wir denken, das Beste, was passieren kann, ist, dass wir jetzt mit dieser internationalen Bewegung nach vorne gehen, vereint mit Leuten um die ganze Welt jetzt. Und sie möchten, sie sollten unbedingt dabei sein. Also unterschreiben und teilen. Damit würden wir als Deutsche, als Schweizer, als Österreicher und alle, die jetzt zugeschaltet sind, unsere Pflicht endlich erfüllt haben. Also sehr wichtiger Punkt, wenn wir jetzt das alle teilen, und zwar, das werden Tausende von Menschen sehen, die auf gleicher Meinung sind, wenn das überall geteilt wird, haben wir diesen Schneeball-Effekt und dann kann das wirklich in den Tagen explodieren. Das muss sein, dass auch in Europa, im deutschsprachigen Raum, auch diese 200.000 werden wir schaffen. Da bin ich überzeugt, wir müssen das wirklich jetzt alle einfach unterschreiben, um ein Zeichen zu setzen. Und das sind nicht, und das ist noch wichtig, das sind keine Verschwörungstheoretiker, das sind Experten von Oxford und Harvard, also sind angesehene Professoren in Stanford. Und wenn diese Menschen sagen, wir haben 1 Million Unterschriften aus der ganzen Welt, da können die Regierungen nicht mehr einfach den Kopf drehen und sagen, das sind Spinner, Verschwörer und vor allen Dingen Leute, die keine Ahnung haben. Das können Sie bei mir sagen, weil ich in Rente bin. Aber diese Menschen, die jetzt das unterschrieben haben, sind nicht in Rente. Sie sind die Leiter der angesehensten Institutionen für Epidemiologie, Medizin, Infektionskrankheiten der Welt. Und da kann sogar Frau Merkel, kann Herr Spahn, kann Herr Drossen, wäre nicht durchgekommen in einer Prüfung bei Ihnen, das sage ich Ihnen ganz offen. Herr Wiele sowieso nicht. Also, helfen Sie, dass endlich Vernunft und Gerechtigkeit einkehrt. Ja, Süscher, ich bin sehr froh, wir haben das unbedingt machen wollen, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass das alle Menschen, die das sehen, verstehen, selber in ihrer Muttersprache lesen können. Ich sehe da 1, 2, 3, 4 mal 12 Sprachen momentan. Türkisch ist coming, das wäre die 13. Sprache. Also da wird jeder etwas finden, wo er das auch verstehen kann. Ich denke, da werden auch noch weitere Sprachen folgen. Bitte teilt das überall, wo ihr könnt. Und die Leute das Gefühl haben, das ist stimmig, unterschreibt diese Deklaration, dass wir in der kürzesten Zeit mindestens eine halbe Million haben und dann mehr. Und dann eine Million, und dass das ein Zeichen setzt auf der ganzen Welt. Und das Schönste wäre, wenn wir da x Millionen wären, zum sagen, Leute, jetzt so hat die Menschheit entschieden, jetzt müsst ihr was tun. Ja. Und das würde mich sehr freuen. Alles Gute und macht mit. Macht jetzt mit. Zusteller, ich danke dir für diesen abendlichen Einsatz, aber das war jetzt, glaube ich, für alle wichtig, und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend und wir hören uns bald. Auf Wiedersehen. Bis und dann. Noch einmal alles Gute. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. So, das war Suchere Bhakti mit einem ganz wichtigen Aufruf. Ich bitte euch alle, das zu teilen, am besten auf der ganzen Welt. Sehr, sehr wichtig. Und ich werde das natürlich auch in der Videobeschreibung, Kommentaren hinterlegen, dass ihr das unterschreiben könnt. Das war sehr wichtig. Ich werde den Link nochmal reinstellen. Habt ihr hier den Link? Ich werde es natürlich auch sonst überall verlinken. Ich kann nur Danke sagen an Suchere Bhakti für seine Arbeit, unermüdliche Arbeit, und natürlich auch an seine Frau Karina. Ja, es ist, glaube ich, auch eine Genugtuung für die beiden, es geht ihnen nicht, dass sie Recht haben wollten, sie wollen einfach das Beste für die Menschheit, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass jetzt solche Professoren aus der ganzen Welt ihrer Meinung sind, und da freue ich mich für sie, dass man da einen Schritt weiterkommt. So, das war es meiner Seite schon. Wir wollen das Video kurz halten, dass das möglichst viele schauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen, den Kanal zu abonnieren und vor allem diese Deklaration zu unterschreiben. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbindet die Punkte. Bis sehr bald.